Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckhardt und heute geht es mal wieder um das Stromnetzvergabeverfahren, also das Konzessionsvergabeverfahren in Berlin. Wir haben am 18. Oktober 2019 schon mal ein Video zu diesem Thema veröffentlicht, weil es damals schon einiges zu sagen gab. Mittlerweile haben sich die Dinge noch ein bisschen verändert, aber worum geht es erstmal? Die Konzessionsvergabe ist ja immer grundsätzlich das Vergabeverfahren, eine Ausschreibung und dann eben der Zuschlag für einen Netzbetreiber. Das heißt, im Regelfall der Stadtrat, Gemeinderat vergibt an ein Unternehmen das Recht, das Stromnetz oder Gasnetz zu bewirtschaften. Und das wird typischerweise für so 20 Jahre vergeben und dann immer neu ausgeschrieben und dann kann sich jeder darauf bewerben, der es möchte. Das ist auch in Berlin passiert. Um genau zu sein, ist dort schon 2011 das Vergabeverfahren offiziell gestartet, weil Ende 2014 die letzte Konzessionsvergabe offiziell ausgelaufen ist. Und seitdem gab es eigentlich keine neue richtige Vergabe. Ursprünglich war das natürlich bei der Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin GmbH. Die sind eigentlich 2014 rausgefallen. Nun hat irgendwie das Land Berlin verschlafen, die Vergabe neu zu organisieren, sodass die Stromnetz Berlin GmbH als Vattenfall-Tochter weiterhin das Stromnetz bewirtschaften durfte, aber eben halt so ein bisschen auf Zuruf. Ne? Also es gab keine richtige Konzessionsvergabe, es gab kein richtiges Verfahren. Dann ist das Ganze nun aber 2018 neu gelaufen und dort gab es dann ein entsprechendes Vergabeverfahren oder dort dann den Beschluss, dass man den Zuschlag nicht der Stromnetz Berlin GmbH als Vattenfall-Tochter gibt, sondern Berlin Energie. Und Berlin Energie ist ein landeseigenes Unternehmen. Das heißt, in dem Sinne wäre das eine Rekommunalisierung des Berliner Stromnetzes hin zu eben einem landeseigenen Betrieb, damit wieder rekommunalisiert und es wäre nicht mehr bei der Vattenfall-Tochter. Natürlich hat dann Vattenfall erstmal geklagt, weil dieses Vergabeverfahren aus deren Sicht ein bisschen nicht so ganz fair gelaufen ist. Tatsächlich hat dann kurz danach im November 2019, kurz nachdem unser letztes Video veröffentlicht wurde, das Landgericht Berlin tatsächlich gesagt, diese Vergabe an Berlin Energie, an den landeseigenen Betrieb, ist nicht ganz korrekt gelaufen. Unter anderem sind dort ganz interessante Begründungen dabei, wie zum Beispiel die Vergabe ist ungültig, weil Berlin Energie nicht als Netzbetreiber geeignet ist. Personell und auch wissenstechnisch und infrastrukturell nicht geeignet. Und als zweites, ganz, ganz wichtig, die Neutralität der Vergabestelle wird angezweifelt. Und das ist natürlich krass. Das sagt also tatsächlich, dass das Gericht der Meinung ist, dass das Land Berlin die Vergabe an den landeseigenen Betrieb nicht ganz fair gestaltet hat. Könnte man sich jetzt denken, naja, irgendwie klingt es auch danach, wenn ein Stadtrat oder in dem Fall das landeseigene Parlament den Zuschlag bei einer Ausschreibung an ein landeseigenes Unternehmen gibt, dann könnte das an den eigenen Interessen natürlich auch irgendwo liegen. Das spricht grundsätzlich nie gegen eine Konzessionsvergabe an ein kommunales oder landeseigenes Unternehmen. Das ist ja auch ganz normal so. Ne? Deswegen sind ja Stadtwerke meistens auch die Netzbetreiber vor Ort. Das ist ganz üblich. Aber in diesem speziellen Fall hat das Gericht sogar gesagt, naja, hier war es eigentlich ein bisschen zu offensichtlich, dass ihr das an euren landeseigenen Betrieb geben wolltet. Nun hat natürlich das Land Berlin das Ganze weiter eskaliert und hat eine Berufung, wie man es dann ja vor Gericht auch machen kann, beantragt. Und dann ging das Ganze an das Kammergericht Berlin. Und das Kammergericht Berlin hat nun gestern am 24. September 2020 beschlossen, hat noch nicht die komplette Urteilsbegründung veröffentlicht, aber hat schon mal mitgeteilt. Wir bestätigen den Beschluss des Landesgerichts Berlin, dass die Vergabe an Berlin Energie, an den landeseigenen Betrieb, nicht in Ordnung ist. Mit einer leicht anderen Begründung. Die haben nicht direkt gesagt, dass die Vergabe in dem Sinne nicht neutral war, sondern die sagen Folgendes. Stromnetz Berlin, die Vattenfall-Tochter, hat im Vergabeverfahren nicht genügend Akteneinsicht im Rahmen des gesamten Angebotsverfahrens eben bekommen. Punkt 1. Und es gab bei der Zusammenstellung und Bearbeitung der Zuschlagskriterien für diese Ausschreibung Fehler. Das ist eine formellere Formulierung von
die Vergabe war nicht ganz neutral, sondern hier hat man also wohl Fehler bei der korrekten Auswertung der Zuschlagskriterien gemacht. Ne? Bei Ausschreibungsverfahren gibt ja jeder ein Angebot ab, dann gibt es einen Kriterienkatalog und dann gibt man praktisch Punkte für jeden der Bewerber und wer die meisten Punkte hat, kriegt den Zuschlag. Und hier hat man wohl offensichtliche Fehler begangen. Das war eine Vergabekammer, die vom Land Berlin hier beauftragt worden ist und im Schlussendlich ja ein Beschluss des Landesparlaments dann auch als Grundlage dient. Und das Ganze war jetzt laut Kammergericht Berlin nicht in Ordnung. Was ist der Effekt? Die Vergabe an Berlin Energie ist erstmal nichtig. Das heißt, so gesehen ist weiterhin Stromnetz Berlin als Vattenfall-Tochter erstmal wahrscheinlich Netzbetreiber. Die haben ja auch ganz offen gesagt, hey, wir sind offen für Kooperationen mit dem Land Berlin und wir sind auch offen für weitere Angebote und die würden das auch weitermachen. Na klar, ist ein gutes Geschäft. Und anscheinend sieht es erstmal so aus, wird das so bleiben. Prinzipiell kann das Land Berlin eine neue Ausschreibung wieder machen und das dann versuchen, korrekt durchzuführen und dann den Zuschlag schlussendlich auch wieder Berlin Energie geben. Aber das muss jetzt wieder ein neues und faires und offenes Verfahren sein. Anscheinend bleibt es jetzt erstmal ein bisschen bei Vattenfall oder bei der entsprechenden Tochter Stromnetz Berlin GmbH. Super spannend, wie sowas abläuft. Es ist also wirklich die perfekte Fallstudie dafür, wie ein Konzessionsvergabeverfahren nicht laufen sollte. Berlin hat hier mal wieder richtig geliefert. Super. Okay, habt ihr erstmal Fragen oder Anmerkungen dazu, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.